Die Bewegung des Meeres war eine der ersten Bewegungen in dieser Welt. In den unzähligen Malen, in denen die Flut der Ebbe folgte, war eine Regelmäßigkeit zu erkennen, die lange vor unserer Zeit begann und uns auf ewig überdauern sollte. An dem Tag, an dem die Flut ausblieb, herrschte unter den Leuten aus dem Dorf Verwunderung. Doch diese Verwunderung wich bald einem Gefühl von Unbehagen. Je länger die Ebbe andauert, desto dringlicher erscheinen die Fragen, die sie an uns richtet. Was sollen wir tun, wenn die Flut nie wieder zurückkehrt? Am 5. April 1994 ist vor der Küste Windholms das Meer verschwunden. Eines Morgens wurde der periodisch auftretende Wechsel zwischen Ebbe und Flut durch eine spontane Anomalie unterbrochen. Der Tidenhub, der dort eigentlich um die 4 Meter beträgt, hat sich seitdem eklatant verschoben. Es bleibt eine gleichförmig semiradiale Fläche am äußersten Punkt 11,5 Kilometer breit. Die Ursache für diese Anomalie ist bis heute ungeklärt. Die Zeit vergeht und ist schon immer vergangen. Kinder werden Erwachsene, Träume weichen der Realität und Menschen verschwinden. Und auch wenn wir uns nichts mehr wünschen als das, wir können nicht zurück.